Oder keine Munition geladen. Nee, kann Nee, sein, nee, dass nee. die sieht nicht kaputt aus, die hat irgendwie keinen Schadensmoll und funktioniert aber trotzdem nicht. Ja, eigentlich sind die Waffen nur kaputt, wenn sie ab sind. Nee, bei der Vanguard ist das ein bisschen ein Fehler mit der Waffe. Oh, wir haben jetzt auch eine Starfire. Danke, Slick. Slink. Ja, cool, dann ist da nochmal eine Führung durch. Aber nimm bitte Jack an die Hand, wegen da verläuft er sich noch extremer als wie bei der Katze. Dafür war es total simpel aufgebaut. Sagt das Jack nicht mir. Wobei, ich glaube, ich werde mich auch noch verlaufen. Ich war, glaube ich, nur ein oder zweimal da drin. Darkhörer habe ich auch schon so oft gehabt. Ich kenne die ganzen Schiffe ja, weil ich immer am Rumschmelzen bin. Ich hatte irgendwie jetzt wirklich eigentlich schon jedes Flight, wenn die Schiffe in meinem Hangar stehen müssen jetzt. Und Und habe bist mir nicht erst jedes mal Flight 10 angeschaut. Stunden rumgelaufen, dass es sie. Gen Also, genau. jetzt sind wir hier, oder wir Felix, willst du erklären? Oh, ups, wo ist jetzt die Sapphire hin? Bei mir T-Post du hier an der Stelle gerade rum. Ich bin gerade plötzlich im All, oder? Hey, bist du gerade direkt vor mir? Ich sehe aber keine Starfire mehr. Ich auch nicht. Ah ja, weil das Link gestorben ist gerade. Bring dich bitte nochmal um, man sieht dich nicht. Bist bei mir an der Stelle. Das wird gleich blöde sein, weil ich halt nicht weiß, wo du bist. Wen meinst du, mich jetzt, Schwebst oder? hier. Ja, du schwebst hier im T-Pose rum und bewegst dich nicht. Wie sieht's mit ATV aus? Noch nix. Gibt's doch nicht. Wenn das. Was? Ich bin gerade in der T-Pose aufgewacht in der Vanguard, konnte aber dann Start drücken. Ach, wer Fragen hat, gerne stellen oder Teamspeak Black Horizon. Jetzt noch nicht mehr so lang, außer jetzt ATV kommt noch. Wo ist so, wo ist die dafür oder hinten? Bleib mal stehen, Link. Auch ein Biesterteil. Ja, das ist ziemlich bullig, das ist gar nicht zu unterschätzen, das ist vielleicht nicht so lang. Also man kann es ja mit anderen Schiffen die von der Länge vergleichen, aber die ist so bullig. Und das Service Area ist ja das größte momentane Flugfahrerschiff. Da Der oben. Gator Pillar ist zwar um 12 Meter länger, aber das Ding ist von der Service Area deutlich größer. Merkt man auch, wenn man drin ist. Und das ist ja ein Tankerschiff, also du kannst später da die anderen Schiffe betanken. Und du hast einen Sammler vorne drin, dass du leichter das einsammelst und deine Tanks wieder befüllst. So, genau, die Starfarer. Wo bist du? Ich stehe direkt hinter dir. Ich sehe dich nicht. Da muss ich mich nochmal irgendwo hinsetzen, dann siehst du mich wieder. Komm mal kurz mit, damit wir sinken. Einmal in die Brücke, bitte. Brücke. Das ist ein Bug im Freefly, dass man andere den sieht. Das muss ich halt einmal eine Animation ausführen im Endeffekt, also mich irgendwo hinsetzen, damit ich auf den Ort synchronisiert werde und dann siehst du mich auch wieder. Ja, müsste eigentlich klappen, ja. Ich muss mich bloß jetzt auch nochmal orientieren. Ich habe ja nur kleine Schiffe normalerweise. Weiß ich, ich habe extra Schiffe, wo ich nicht so viel machen muss normalerweise. Dürftest du mich auch wieder sehen. Ich bin extra auch nochmal wohin gehabt. Jo, ich stehe jetzt hinter dir. Ja, sehr schön. Hallo Felix. So, dann gehen wir mal runter in den Frachtraum von da an.
Also, Erklärbär Felix macht jetzt die Starfire. Da wolltest du, glaub ich, nicht hin. Die Leiter ist schon ein bisschen scheiß verpackt. Wollten wir bloß dran vorbeilaufen und, Wobei ich bei der Starfire nicht so viel Hintergrundinformationen weiß, wie bei der Caterpillar. Einfach, weil ich Misk nicht so cool finde wie Drake. So, genau. Der Frachtraum. Wir haben erstmal, sehen wir zu unserer linken und zu unserer rechten, zwei Raffinerien. Das sind die Dinger hier an der Wand. Hierdurch wirst du später den Treibstoff filtern können. Außerdem siehst du einen extrem großen Frachtraum hier. Um dann noch zusätzlich Ware mitzunehmen. Hier kannst du eventuell noch weitere Treibstoffbehälter drin haben, falls du wirklich als vorne alles mit Treibstoff vollladen möchtest. Oder halt sämtliche andere Fracht in dem Schiff. Genau, Docks zum Beispiel oder andere Schiffe. Genau, jegliche andere Schiffe gehen auch hier rein. Dann hast du hier jeweils 6 Jump-Seats auf jeder Seite. Das heißt, du kannst wieder ordentlich noch was an Crew mitnehmen. Durch den Hyperraum. Hier ist wieder die großen Kabel. Nicht alles fuelmäßig, genau. Ist halt ein Tanker. Dann als erstes sehen wir hier unten den Docking-Raum. Hier ist auch eine Luftschleuse. Alle weißen Türen sind Luftschleusen hier. Also jegliche weiße Türen sind sauerstoffdicht und müssen auch manuell geöffnet werden. Das heißt, wenn ich das da hinlaufe, öffnen sie automatisch. Da muss ich F drücken, damit das Ding aufgeht. Genau, hier hast du nochmal 2 Pots für EVA-Anzüge oder Utility-Zeug. Genau, da wirst du später dann nochmal so eine Anzüge rausholen können, damit du draußen rumfliegen kannst. Genau, hier die Luke zum Andocken. Finde ich extrem cool, dass es hier wirklich einen extra Raum dafür gibt. Gefällt mir. Das ist übrigens auch der Raum. In einem letzten ATV haben wir einen Starfarer Wrack gesehen, wo sie einen Wrack gesehen, wo sie im Boden ein Loch aufgeschweißt haben und dann haben wir eine umgedrehte Starfarer gesehen. Das ist übrigens auch der Raum hier. Gerätselt. Ja, den habe ich auch hingenommen, dass es sowas ist. Da ich direkt den Hangar und habe ich Starfire angeschaut, damit ich auch wusste, dass das der richtige Raum ist. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Genau. Das war das erste Deck. Ja, das ist meist Fracht und halt das Docking-Collar. Das zweite Deck ist schon deutlich interessanter. Das ist quasi das Gehirn des Schiffes mit, also die Brücke. Wir gehen aber erstmal geradeaus weiter in die erste Luftschleuse, die uns zu den Betankungsstationen führt. Oh. Ja. Denn hier also, kleine Info, von hier hinten wird man dann auch den EVA-Schlauch mit EVA den Schlauch nehmen müssen und in den Flieger reinstecken. Genau, der große Schlauch, den du siehst, das ist der Betankungsschlauch, von dem wirst du dann halt ähnlich wie aus der momentanen Zeit schon keine andere Schiffe betanken können. Genau, außerdem ist es extrem cool aus, hier hinten einfach mal zu stehen und die Ferne zu schauen. Ist aber immer eine coole Sache. Genau, sonst hast du ja genauso wie bei der Caterpillar auch schon kennen, bei jedem einzelnen Frachtteil hier einzelne Bildschirme, wo du sehen kannst, wie ist das Ding beladen, wie voll ist das, da passt auch noch rein, ob da irgendwelche Fehler sind. Hier sind 2 Aufzüge, die beiden führen jeweils einmal nach oben in den zweiten Wartungsraum, also auf Deck 3 in die zum Generator, da kommen wir später nochmal zu, erstmal machen wir bei Deck 2 weiter und zwar gehen wir jetzt zur Brücke. Da ist hier wieder durch die Luftschleuse durch. Und an diesen coolen Headwalk hier oben, wo man auch mal richtig schön runterschauen kann auf die Fracht. Finde ich, haben die cool gemacht. Besonders weil man so noch mehr Platz für den Frachtraum hat, dass man quasi dann hier noch hochstapeln kann. Du Hochstapler, du. Hier links geht's dann aufs nächste Deck hoch, das hast du erstmal bei der Seite. Und gehen hier in diesen Raum. Das ist der Frachtkontrollraum. Von hier ist es nochmal System Access. Das heißt, von hier kannst du auch nochmal sehen, was ist alles im Frachtraum geladen und dann halt später eventuell auch umstapeln, wie Jack vorhin gesagt hatte. Genau, hier geht's zur Brücke. Das ist einer der wichtigsten Gänge hier, die du auch verteidigen sollst, wenn das Schiff gebordet wird, weil das halt der Gang zur Brücke ist und die Escape-Pods beinhaltet. 6 Stück an der Zahl in diesem Raum. Genau, die sind dafür da, um abzuhauen, falls da mal brenzlig wird. Auch eine ganz nützliche Sache. Ja, und dann geht's hier auch zur Brücke. Das ist eine extrem coole Brücke, wieder Misk typisch gehalten. Das heißt, mit einem schönen langen Turmbrett, einer absolut schlechten Sicht und einem coolen Captain-Sitz. Wirst du bei der Hull-Area auch haben. Genau, hier hast du Platz für 2 System Operator, einen Captain, einen Co-Piloten, einen Piloten. Ja, das Ding ist sehr industriell gehalten.
und trotzdem gut aussehen. Das heißt, du hast hier quasi Funktion, aber gleichzeitig auch ein bisschen Design mit drin. Anders wie bei Drake, wenn du den Vergleich ziehen kannst zu Drake zu Caterpillar. Genau. Schönes Schiffchen auf jeden Fall für den Zweck. Definitiv. Und man sieht aber auch die Verwandtschaft mit den anderen wie Freelancer. Das Cockpit sieht eigentlich genau gleich aus, nur größer. Genau, sagte ich ja, mit dem typischen langgezogenen Armaturenbrett, der schlechten Sicht. Die HUD-Elemente sehen auch ähnlich aus. Genau, dann kommen wir auch zu Deck 3. Das ist das Deck für die Crew-Quarter. Der Deck, wo du zu den Crew-Quartern kommst, und das Haupt-Engineering-Deck. Wer ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, bei uns reinzufliegen? Ich glaube, der fliegt irgendwo, weiß nicht, was der macht. Aber ich sehe noch kein Schadensmodell, also er kann noch nicht viel ausgeredet haben. Links geht's zu den Aufzügen zu den Crew-Quartern, da kommen wir später zu. Hier haben wir erstmal hinter uns sämtliche Avionics, ist das hier, glaube ich. Und zu den Maintenance. Dieses Deck hier ist parallel aufgebaut, das heißt, du hast auf beiden Seiten nahezu identisch die einzelnen Komponenten. Wir gehen mal zur Seite rüber, weil du hier nochmal diesen coolen Gang hast. Hier ist nochmal wirklich so eine schöne Wartungsröhre, wo du reingehen kannst. Außerdem kannst du hier nochmal zwei Notleitern einmal hoch in die Crew-Quarter und einmal runter zum Deck zu kommen. Da bin ich hier eben schon mal aus Versehen diese Leiter hochgegangen. Die würde hier hinten rauskommen. Genau, das ist der hier. Da kann man auch nochmal drunter hier. Genau, das ist hier die typische Regel. Weißer Rauch heißt, das Schiff arbeitet auf Hochtouren. Wer der Rauch aus, wird das Schiff aus sein, und wäre hier der Rauch schwarz oder es wird anfangen zu brennen, dann ist schlecht. Geh raus aus dem Test und aus dem Spiel, guck aber noch dein Stream zu Ende. Okay. Ja, hier kommst du nochmal zum zweiten Gang rein. So, dann befinden wir uns hier im Reaktorraum. Jetzt auch mal zwei Escape Pods. Ja. Genau, parallel auf der anderen Seite hast du auch nochmal zwei Escape Pods, das heißt, wir kommen auf eine totale von 10 Escape Pods. Jo, bis dann, tschüss. Von 10 Escape Pods im gesamten Schiff. Hier 2, auf der anderen Seite 2 und unten 4. 6. Genau, das heißt, hier hat auch nochmal die Bordcrew am Generator die Möglichkeit, das Schiff zu verlassen, sollte es immer brenzlig werden. So, dann geht's hier nochmal rein. Das ist übrigens die einzige schwarze Tür im ganzen Schiff, die du noch mit dem Use-Button öffnen musst. Zum Generatorraum. Sieht auch wieder extrem cool aus, dieser Generator wieder freigestellt. Leider kommst du hier nicht so gut ran zum Warten, wie beispielsweise bei Drake. Dürfte aber trotzdem alles machbar sein. Ja, die denken halt, dass es nie kaputt geht, weißt du. Genau. Size 6 übrigens an der Größe, soweit ich weiß. So, dann kommen wir hiermit zum Gravitationsraum. Das ist der Gravity Generator. Eigentlich ist diese Kugel freischwebend und dreht sich. Das ist momentan deaktiviert, weil... Ist so. Genau. Sieht auch wieder extrem cool aus. Hinter mir gehen wir in den zweiten EVA-Raum. Hier hast du dann von hier aus wahrscheinlich die Crew darauf vorbereiten auf Betankungsmissionen. Hier hast du wieder 3 EVA-Anzugschächte. Und hier sind dann auch die Fahrstühle runter zum Deck, die ich eben gezeigt hatte. Also runter zum Betankungsdeck. Aufpassen, wenn du die momentan benutzt, dann gibt es einen Desync-Error. Das heißt, dass du für andere Leute nicht mehr angezeigt wirst auf dem Schiff. Wäre so jetzt ungünstig, das Ding zu benutzen. Genau, hier siehst du übrigens wieder Airlock mit der weißen Tür. Genau, parallel dazu, hier ist schon alles parallel aufgebaut. Hier ist auf der anderen Seite noch der beiden Escape Pods, sodass die auf der Seite offen sind. Und dann geht's hier hinten zu einem der beiden Turrets. Extrem coole Gänge. Hier ist auch wieder noch Wartungsröhre an den Seiten drin, um was heil zu machen. Paar coole Fenster, um rauszuschauen und zu sehen, dass das Schiff sich im Kreis dreht. Ja. Und so ein bisschen erinnert es an Star Trek Schiffe. Genau, allein mit diesen Röhren ist das schon ein bisschen Star Trek. Also ist auf jeden Fall cool gemacht. So, und hier hinten hast du dann den Turret. Das ist der untere. Also müssen jetzt, glaube ich, im linken Gang. Links unten. Ja, du siehst auch, das Schiff hat ein bisschen was mit Militär zu tun, weil, so wie ich es rausgefunden habe, haben nur Militärschiffe die Eigenschaft, dass sich Turrets auf den Kopf drehen, wenn sie runterfahren. Nee, das ist einfach gewisse Schiffe, da hätten sie mal gemerkt, dass das bei gewissen Schiffen besser ist, wenn es so eine Drehung drin ist. Und es gibt ja auch die, wie heißt es, Starfire Gemini? Genau. Ist auch militärisch. Genau. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts Spezielles mit militärisch zu tun. Ja, ich meinte ja mal irgendwas gehört zu haben. Ja, gut, kann sein, aber
glaube, das war eher praktisch, weil sie Probleme hatten mit den anderen Turrets. Kann auch sein. Wahrscheinlich war es auch einmal irgendeine Notlösung, was wir jetzt erzählt haben, weil rein technisch. Ja, dass man auch gerade drin sitzt. Das Problem, glaube ich, wenn man normal runterfährt, dann hat man eingeschränktes Sichtfeld, weil man ja gerade runterfährt und dann hat man bei der Conny seine Füße auch unten. Ja, das ist ja bei der Conny das Problem. Das wollen sie vielleicht auch noch ändern. Vielleicht. Und so ist man halt komplettes Sichtfeld in der Schussrichtung, wo du hinschießt. Ja, das ist der Maintenance-Raum gewesen. Hier haben wir nochmal die ganzen einzelnen Systeme. Ist auch wieder die großen, langen Rohre durchlaufen. Das heißt, sie ist überall mit Treibstoff unterwegs, dass du da wirklich auch gut filtern kannst. Das heißt, das Schiff, wenn wir mal kurz im Hintergrund mal sonst. Hallo, Felix? Entschuldigung, ich muss mir mal zwischendurch mal husten, dann mit dem ich. Entschuldige. Um kurz Hintergrundinformationen zu haben, das ist halt eine Fueling-Plattform und du hast auch vorne im Schiff in der normalen Version von der Starfleet einen Fuel-Scoop eingebaut. Das heißt, du kannst dann später in Gasriesen reinfliegen und Wasserstoff aufsammeln und direkt hier an Bord zu Treibstoff umwandeln. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich eine Gelddruckmaschine sein. Das heißt, du kannst dir quasi aus nichts Treibstoff machen. Willst du mal draufdrücken? Genau. Two Quarters. Ja, irgendwas stimmt. Fahrstuhl hier hoch. Okay, mein Fahrstuhl geht nicht. Okay. Also bei mir scheinen irgendwie die Knöpfe verbuggt zu sein und die Synchronisation mit dem Schiff nicht ganz ideal. Interessant. Ich habe auch dein Symbol von deinem Namen nicht immer da, wo das sein soll. Ja, das liegt daran, weil wir uns irgendwie gedreht haben. Das ist normal, die Symbole bleiben quasi fest. Wenn das Schiff jetzt einmal 180 Grad drehen würdest, dann würde es wieder oben sein. Genau, Crew Quarters. Der obere Turm. Genau, hier hast du den oberen Turm, das ist der Hauptturm, auch zwei Size 4 Geschütze dran. Ich empfehle die mit Apocalypse Arm Revenants auszurüsten, das ist extrem cool. Dann hast du hier nochmal die Treppe, die ich eben im Wartungsraum gezeigt habe, das ist nochmal die Leiter nach oben. Das heißt, hier hast du nochmal, falls nochmal Notfall ist, die Schnellmöglichkeit in den Wartungsräume zu kommen. Genau, dann haben wir hier die Kombüse dieses Schiffes mit einem großen Crewtisch, hier ein paar Mikrowellen und einer Kaffeemaschine. Mit einem schönen Fenster nach oben. Genau, so eine schöne Decksicht hier, also ganz cool gemacht, die Living Quarter. Dann haben wir hier das Captain's Quarters. Da residiert dann der Captain, ich glaube, das ist Link. Link sein Schiff, also ist hier wohl das Link sein, seine Kabine. Hier hast du eine Weinkammer an der Seite drin, falls du nochmal anstoßen möchtest auf einen erfolgreichen Auftrag. Und das Beste ist das Bett mit der schönen Bettdecke. Genau, und hast du das Bett mit der Bettdecke, der Starfire-Bettdecke, die dafür bekannt ist. Eine coole Sache. Hinten hast du dann Dusche und Klo übereinander. Das heißt, du stellst dich ins Klo und duscht. Auch eine interessante Möglichkeit. Ich glaube, das kann man später einfahren. Das sieht so aus, wie wenn es nach unten fährt. Das wird wahrscheinlich in die Wand reinfahren, so wie es aussieht. Nee, nach unten, glaube ich, weil da unten hinten sehe ich jetzt gerade, da ist so. Sieht es so aus, wie wenn es nach unten fahren könnte, aber kann auch enttäuschen. So à la wie fünfte Element, wo alles rauskommt bei dem selben Raum. Und hast du hier nochmal ein schönes Fenster nach draußen. Das gerade irgendwie nicht so sichtbar ist, weil es bei mir nur spiegelt. Ja, hier hast du nochmal das Help My Main System Access vom Captain, das heißt von hier wahrscheinlich auch die Blackbox, so wie wir es in der Hunster-Demo gesehen haben. Und Das ist auch die letzte Mission bei der ICC, da wirst du bei den Fracks hier hin und da kannst du das Terminal bedienen. Kurz. Genau. Ja. Also so, dann kommen wir noch zu den Crew-Quartern. Sind hier, da ist die Beleuchtung extrem cool, meiner Meinung nach. Das sieht echt irgendwie ganz gemütlich aus hier. Hier hast du die, hier können sich 6 Mann einnisten und da sieht man sich 6 Mann und Frau. 6 Mann und Frauen, genau, da ist hier sogar Mann und Frau Klo getrennt. Bei Mist wird auf Emanzipation geachtet, genau. Genau, jeweils 2 Toiletten für die Crew. Also hier ist auch wieder alles für Langstreckenmissionen ausgerüstet, falls du mal länger unterwegs bist mit dem Teil. Die Spinde für die einzelnen Crewmitglieder. Und für jeden ein einzelnes Bett. Also da könnt ihr mit ein paar Leuten unterwegs sein mit dem Schiff. Genau, das ist momentan, wie nochmal erwähnt, das größte momentan verfügbare Schiff in Star Citizen. Flight-Ready-Schiff, genau. Cooler Tanker, wenn du mit Kollegen unterwegs bist. So, ja. Haben wir noch was vergessen? Glaube ich, die Starfire mal schnell durchlaufen.
Das war ein guter Durchlauf. Ich glaube, so genau hat es noch keiner. Die Caterpillar noch keiner zeigt und das Ding. Und die auch nicht. Ja, deutlich. Dankeschön, Felix, für die genaue. Ja, kein Problem. Rundgang hier. Hättest ruhig und häufiger schon hier sein können und Schiffe erklären. Und danke auch an den Slink für die Verfügungstellung der Schiffe. Genau. Danke. Ich hätte mir das gar nicht zeigen können. Ein Teil. So, wie sieht's mit ATV aus? Nein, noch nicht. Ja, weil ich warte noch, sag mal 10 Minuten warte ich noch, wenn es dann noch nicht draußen ist, dann würde ich sagen, kann ich den Stream beenden, das machen wir noch ein bisschen Blödsinn. Das Ding hat auch noch ein Schadensmodell, falls jemand da mal aufschießen möchte, ne? Ja, schießt mal jemand auf die Starfarmer bitte, ohne sie zu zerstören, bitte. Schon geschossen, ich höre ballern, aber ich weiß nicht, ob es oft ich bin geballert. Am besten das Ding steigt aus, damit die Schilde down sind. Ich glaube, hier ist gerade keiner im Captain. Ich ja, doch, wir haben uns sehr der Windtyp. Link hat uns stabilisiert. Wenn das war, ich zahlt. Ich hab ja drauf geschossen, aber ein anderer Typ hat mich abgeballert. Okay. Wusste ja wahrscheinlich nicht, dass das so gedacht war, dass du schießen kannst. Jetzt schon. Jetzt hat's schon an. Sehr schön. Genau. Das Schadensmittel ist an. Hier sind nochmal die Chariot Gangs. Wo bist du? Wo bist du gerade? Ich bin bei der Brücke gerade, vor der Brücke. Also ihr merkt schon, die Atmosphäre in den Schiffen ist schon ganz schön nice schon geworden. Und es wird später natürlich noch besser werden, wie es jetzt schon ist. Wo du dann wirklich an die einzelnen Komponenten ran musst, zu reparieren, was beschädigt ist. Etwa wahrscheinlich sogar noch deutlicher siehst, wo es beschädigt ist und nur nicht am ganzen Schiff überall die Lampen genau so angehen, sondern nur da, wo es wirklich gerade evakuiert werden muss, die Räume, gewisse Räume. Später wirst du mehrere Stufen quasi haben. Momentan hast du nur 0 und 1. 0 ist heil und 1 ist kaputt. So wie wir es momentan haben. Das ist jetzt komplett Schaden, hier, was wir haben. Wenn das Schiff so aussieht, ist es halt bereit, um es zu verlassen. Das Ding ist halt kaputt. Ich meine, ihr seht überall, ne, dieses Beschädigungsstadium ist halt blöde. Natürlich bei so großen Schiffen auch wichtig, auch bei den größeren Capital-Schiffen, dass die Crew weiß, okay, jetzt sollte ich langsam Richtung Escape-Pods gehen oder mein Schiff starten vom Hangar. Genau, und du wirst später verschiedene Unterstufen haben davon, dass es dann quasi nur so leicht kaputt ist, dann medium kaputt, dann halt schwer kaputt. Ja, weißt du, was halt geil ist? Ich habe einen Ventilator laufen und ich stehe gerade an der Düse. Ich dachte schon, was? Warum spüre ich die Düse? Wenn du dich hier hinstellst und nach vorne guckst, dann siehst du auch die momentan verbackten Lichter am Boden. Das sieht extrem cool aus. Ich bin zurück. Du meinst die Lichter, die unten laufen? Genau. Warum verbackt? Ich glaube, das soll so sein. Nee, die siehst du nicht von allen Perspektiven aus. Also okay, du meinst von dem her, ja. Okay. Genau, wenn ich jetzt hier sehe ich die nicht. Sieht nämlich extrem cool aus, wie die Lichter über den Boden rüberlaufen, die doch zeigen so, Achtung, da geht's zum Ausgang. Ja. Führen übrigens alle Lichter zu einer Escape-Box jeweils. Ach, schon getestet, ob das auch stimmt. Natürlich. Aber ich gehe mal hier in den Mittelraum vom Gravitationsgenerator, sieht auch ganz nice aus hier, wie überall Rauch aufsteigt. Kriege ich hier Schaden hier drin? Weiß ich nicht, das war doch bald so, dass man das war in der Frakt von Yela. Da hast du nämlich in dem einen Raum Schaden gekriegt, oder kannst Schaden kriegen, wenn du da reingehst. Ja. Hier möchte ich mal so ein
Also da kann schon Horror kriegen, also das ist echt später, glaube ich. Ja, und stell dir doch mal so einen richtigen Schiffsalarm vor, weißt du, der so im Hintergrund läuft. Und alle rennen raus, ja, die NPCs rennen zu den Rettungskapseln und du stehst dann vor der letzten und da geht dann einer rein mit einem Bärenanzug. Hinter dir wartet ein Bandul bzw. ein Alien. Oder so. Also das Spiel kann schon sehr starke Horrorelemente auch später einbauen. Also sehr viel Potenzial, um alles irgendwie zu bedienen. Also Alien-Fans, von Aliens-Fans bis normale Tracker, von Leuten, die einfach ein bisschen im Verse rumgrusen wollen, irgendwelche Leute, die einfach nur ein bisschen Handel treiben. Jetzt habe ich mich wiederholt. Alles möglich halt. Oder einfach irgendwo in einem Terminal sitzen und irgendwelche Gimmicks drücken. Ja, wir haben ja schon diese extrem coolen Bilder gesehen von den Kapitalschiffen, die kaputt waren. Das sah auch extrem geil aus. Wenn ja, wirklich da alles dunkel und kaputt ist, dann kann es auch mal gruselig werden. Wo man dann auch die Sirenen dann gehört hat, wo dann eindeutig von dem Film Alien abgekupfert worden ist. Also, sehr nice, ja. Wirklich. Oder wie dem anders, wo sie auf Porto Isar waren und das neue Render to Texture gezeigt haben und man wirklich auf jedem Display sieht, hier Warnung, bitte raus oder. Das war geil. Jetzt stell dir wirklich mal vor, du bist da irgendwie, oder bei meinem Driller-Video. Stell dir vor, man sieht ja am Anfang von diesem Driller-Video, wie das Driller über dich rüberfliegt. Stell dir vor, du bist da gerade mit deiner Constellation Aquila gelandet, weißt du, denkst nichts Böses als Explorer, weil es gerade ein paar Steinproben lief. Einmal schaust du nach oben, da fliegt so ein Driller über dich rüber. Da kannst du aber eigentlich glauben, dass ich weg von dem Planeten bin. Also Felix, sehr gute Informationen gerade. Ist mitten in der Nacht und wir hatten auch kurzzeitig gerade, glaube ich, 27 Zuschauer. Durch deine gute Erklärung, glaube ich. Freut mich sehr. Also kannst du gern wieder mal kommen und wenn jemand Fragen hat zu Schiffen, dann kannst du das erklären, weil ich merke, ich kann das nicht so gut, ich habe da nicht so die Lore-Hintergründe oder so, was, wo welches Rohr verläuft und so, also das ist schon krass, wie ich sie mit sich beschäftigen. Aber das zeigt auch den Detailgrad von dem Schiff, wenn du wirklich die Rohre erklären kannst, wo es hinläuft, ja. Und was hat, also da ist es schon drauf achten. Klar, manche andere Spiele machen das auch, aber jetzt nicht bei jedem Schiff und auch nicht jedes so begehbar. Ja. Hi, Vasari. Bin ich eigentlich der Einzige, bei dem es Link auf dem Kopf läuft? Bei mir läuft schon nochmal. Bei mir läuft er auf dem Kopf. Mach mal ein Foto von. Lad mal bitte hoch. Aber irgendwie hat man doch keine Kollisionsabfrage hier von Personen, ne? Ja, aber lauf mal ein bisschen näher zu mir, Sling. Ja, jetzt verzögert er, oder? Das sieht so aus, als wenn der gerade von der Konsole verschlungen werden würde. Ich lasse mal eine Sekunde. Also bei mir sieht es normal aus. Jetzt sehe ich diesen Bug, der auch ab und zu Star Citizen, Star Marine ist. Welchen? Wenn eine Person aus dem EVA kommt, kann es sein, dass sie auf dem Kopf schwebt und dann hat sie auch keine Hitbox mehr. Hat sie schon, aber du triffst sie irgendwie ganz komisch. Also nur mit gewissen Maßen. Ja, also mit 220 darauf spekuliere ich auch. Bloß wenn Squadron 42 rauskommt, das wird dann eine andere Frage. Bei mir macht das Ding gerade das hier. Oh ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist krass, wie wenn er an der Wand laufen würde. Als ob er gerade von der Konsole hier aufgeschlungen werden würde. Cool. Wo wir gerade schon bei Horrorfilmen wären, genau. Siebte Matrix, die auch gerade so an der Wand entlang rennt. Also ich bin jetzt mal ins Cockpit rein, hier hat man die ganzen Cockpit-Displays, wo man hier natürlich mit Y und AWASD durchblättern kann. Hier das Targeting. Also wenn ihr mal einen aufschalten wollt oder einen Freund immer drauf haben wollt ungefähr, mit P könnt ihr den aufschalten, dann habt ihr ihn hier unten im Targeting. Hat jetzt nicht funktioniert, sehr schön. Sind ihr das nicht bei der Staffel? Mit P
aufschalten. Das ja auch nicht gewiss. Basari, nee, damit rechnen wir eigentlich selber, dass mit 220 Star Citizen frühestens rauskommt. Ja. Ist sogar ganz logisch bei 220. Wenn wir jetzt 2017, wir haben wahrscheinlich Ende 2017, Anfang 2018 haben wir 3.1 draußen, dann haben wir in 2018 3.2, 3.3 und vielleicht noch 3.4. 2019 dann wahrscheinlich 5.0 und dann eventuell Beta und 2020 kann dann der Release sein. Vasari, es kommt ja noch so zwischendurch auch noch Skin 42 raus und außerdem gibt es ja noch von anderen Spieleentwicklern sehr schöne Spiele. Zum Beispiel ist ja vor ein, zwei Tagen hier ein sehr schönes Spiel rausgekommen. Hellblade, kann ich nur empfehlen. Kostet nicht viel, 30 Euro von kleinen Indie-Entwickler, aber hammergeile Grafik, total verstörend, aber genial. Man muss natürlich auch jetzt zu Starsim wieder zurückkommen. Ist ja bei der Entwicklung dabei. Und ich glaube, so lange wie jetzt 3.0-Patch gebraucht hat, vermute ich mal, dass die neuen Features, wenn 3.0 gut läuft, das ist natürlich immer, wenn das wird hinwendig wäre, dann würde ich mal sagen, dass dann die Patches relativ schnell folgen. Ja, du hast dann ja quasi die Grundsysteme drin. Du hast dann ja Item 2.0 drin und dann hast du auch die Monde sind dann drin, Item 2.0 ist drin. Genau. Netcode ist dann größtenteils mal drin, also der erste Bestandteil, der Hauptbestandteil, der fehlt natürlich das Server-Mesh, was später kommt, was wir brauchen, um viele Spiele reinzubringen. Das kommt dann erst später. Wenn die Technik da ist, dann ist es eigentlich einfach nur noch Game-Mechaniken bauen. Das heißt, dann ist es wirklich bauen. Da setzen sie sich hin und basteln eine neue Station und basteln da noch irgendwie eine Game-Mechanik. So, aber die Grundtechnik ist dann fertig. Zumindest für die 3.x-Patche. Und das beschleunigt natürlich den Entwicklungszeitraum deutlich. Ja, und sie haben ja jetzt echt viele Tools gebaut. Also wenn sie zufrieden sind, wie es läuft, wenn sie auch langsam die Spielanzahl erhöhen können mit dem Netcode, dann sieht es richtig gut aus. Also wenn die Entwicklung spürbar da ist, dass sie da jetzt endlich mal das Grundgerüst haben und 3.0 ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, das erste wirkliche Grundgerüst. Das dachte ich zwar damals von 2.0, muss ich ehrlich zugeben. Aber 2.0 war eigentlich, erwähne ich jetzt schon ein paar Mal, eigentlich im Grundgedanke, eigentlich, was war da wirklich neu? Also von der Technologie jetzt, nicht von Grimex und Schiffe, sondern einfach von der Grundtechnologie. Da war, was wichtig war das physische Quid. Man kann es ganz gut im Hausbau vergleichen. 2.0 war das Grundstück, 3.0 ist das Gerüst und dann ist das Haus nur noch reingebaut. Ja, so kann man es sagen. Aber jetzt, ich war ja bei 2.0 war das dabei und die 64-Bit-Map. Also die Positionierung. Ja, wieso? Vasari, du kannst bei der Entwicklung dabei sein, das zählt schon viel und du kannst alles miterleben, wie es wächst und wie es besser wird und die coole Community miterleben. Ich glaube, das ist mehr wert, wie jetzt unbedingt ein fertiges Spiel zu spielen. Also ich sage, Sachen, die ich jetzt schon erlebt habe mit der Star Citizen Community und den Spaß, den ich jetzt schon habe, der ist mir jeder Cent wert, den ich jetzt bis jetzt ins Spiel investiert habe. Ich muss auch sagen, ich habe teilweise mehr Spielzeit hier drin, wie in vielen anderen Spielen. Ich habe mehrere tausend Stunden in Star Citizen, wenn ich jetzt mal so nachdenke. Und aus dem Vasari, und wir sabbern doch alle, also wir wollen es ja eigentlich alle schon am liebsten jetzt sofort haben, aber Geduld ist eine Tugend und gut Ding braucht Weilen, also ja. Inzwischen bin ich auch nicht mehr irgendwie hinter irgendwelchen Patches hinterher oder irgendwelchen Schedules. Ich sag, es kommt, wenn es fertig ist. Und wenn es fertig ist, ist es auch gut. Weil das kenne ich von Chris Roberts. Und sag mal so, wenn 3.0 draußen ist und es gut läuft, dann haben wir echt schon einen Haufen zu machen. Ich konnte mich bis jetzt ungefähr vor 3-4 Wochen mit 2.6 beschäftigen, ohne dass mir langweilig wurde. So, mit 3.0 würde das nochmal eine Ecke länger dauern. Na gut, also ich habe schon gemerkt, dass ich so ein bisschen schon gucken muss, was ich tue. Weil natürlich seit 2.0 und ich bin ja in den Testphasen auch immer dabei, natürlich das schon nicht so viel Neues war. Einige waren schon 5 Jahre, ja. Obwohl, 5 Jahre muss ich halt sagen, die Anfangszeit, das hat einer eine Diskussion, glaube ich, im Spektrum gehabt. Die ersten 5 Jahre, ich würde nicht 5 Jahre zählen, also ich würde jetzt wirkliche Entwicklungszeitpunkt mit 2014 sagen. Alles davor war Grundkenntnisse.
Witzig, wenn die selber jetzt gerade durchs Cockpit durchschießt, kommt hier hinten im Laderaum ein Schuss an. Okay. Ups. So soll das utopisch klingen, wenn sie eine Technik haben, dass man die Ladezeiten nicht mehr hat. Das bemerkst du doch jetzt, dass es klappt. Ja, mega nett, ne? Ja, das, sie haben ja auch mit den Planetaritech, da haben sie ja schon oft gezeigt, dass sie da ohne Ladezeiten landen und in die Übergänge in die Schiffe, und das wird alles später noch besser mit dem Streaming und alles. Also, wie heißt das? Object-Container. Ja, Object-Container und das Streaming und Megamap und schieß mich tot. Also da bauen die schon dann ganz schön viel Sachen rum, dass es im Hintergrund in deinen Speicher geladen wird. Es ist auch generell, apropos Hintergrund, wir haben momentan, was wir es sehen, den ATVs, so ein absoluter Bruchteil von dem, an dem CIG gerade momentan schon arbeitet. Also CIG ist im Hintergrund deutlich weiter als das, was wir sehen. Ja, zumindest haben sie viele Sachen, wo sie schon, also gerade für Squad und 42 haben sie viele Sachen, die sie vielleicht noch nicht komplett zusammenfügen können, weil gewisse Mechaniken fehlen, aber im Großen und Ganzen geht's. Was wir eigentlich schon von Sneak Peeks gesehen haben, wo es jetzt schon Gedanken drüber machen, was momentan eigentlich spielgemäß noch eigentlich relevant ist. Ne? Wir haben da schon Dinge von irgendwelchen Signalpistolen gesehen oder irgendwelchen Tieren, die da auf Planeten rüberschweben oder irgendwie sowas. Das sind Dinge, die momentan spielerisch überhaupt nicht relevant sind, aber wo sie schon dran am Arbeiten sind. So, und wenn man sich das mal ein bisschen ausmalt, woran die jetzt schon eventuell am Arbeiten sind im Hintergrund, das ist schon irgendwie cool. Und ich gehe auch davon aus, dass wir in 3.0 ein paar kleine Extras, ein paar kleine Features bekommen werden, die wir nicht erwarten werden. Also ich gehe mal ganz schön davon aus, dass wir in 3.0 so ein paar Goodies drin haben werden. Oh, was meint der Phantom? Well, going something. Hi Phantom, and this is a German stream, but a little bit English, we could try. Ja, war jetzt wahrscheinlich ein falsches Wort, aber... Ich glaube, er weiß, was du meinst. Ja, also I want to do all what you can do in the game later. But the most is fighting. At the moment, yeah. Ey, warum habe ich denn keine anderen Waffen mehr? Ja, was sag ich, an manchen Sachen ist wirklich komplettes Neuland, aber man muss auch fairerweise sagen, viele Dinge haben sie sich auch woanders abgeschaut, was ja auch nicht Es das ist das, wie George Lucas bei Star Wars gemacht hat. Er hat die besten Sachen woanders rausgeholt und hat zusammengefügt. Und das macht das Wort was auch. Das Rad wird ja auch nicht immer ständig neu erfunden, ja. Von daher. Also klar, die Prozessorgenerierung vom Planeten ist nicht neu, aber dass es die Cry-Engine macht, ist neu. Keine Waffen. Oder dass wir ohne Ladezeiten ja, auf dem Planeten landen können, also. Ja, das ist ja schon brachial. Ich meine, die Größe von diesem Planeten, das ist, boah. Aus dem Weltraum auf dem Planeten landen. Alles, ja, aus einem Guss. Und das ist, zumindest aus meiner Sicht, finde ich das sehr beeindruckend. Hier geht sogar Schlagen noch hier im Freeflight. Wegen, ich verfolge ja die Spielgeschichte ja schon ein kleines bisschen länger, weil ja, ich war schon immer ein Zocker. Und wenn man sich dann so die Entwicklung von den einzelnen Spielen sich mal so anschaut und was heute so möglich ist. Wow. Und dann noch in den kurzen Zeitabstand. Einfach nur wow. Aua, Felixburg. Aber ich wie ich jetzt rumfliege hier. Ja, vor allem mussten sie die Engine umschreiben und alles mögliche. Also es ist schon... Sie machen vieles, müssen aber auch viel probieren, weil natürlich in dem Maße und der Qualität noch kein MMO gab, eigentlich. Also nichts in so einer Welt. In den Dimensionen. Es gab alles schon irgendwie, aber das, wie heißt das andere Spiel, was jetzt
gerade auch in der Entwicklung ist, das hat mich auch sehr von der planetären Text her an Star Citizen erinnert. Two Planet, meinst du? Wie? Ich glaube Two Planets, wie ist das? Ja, das mit dem Affen da in dem Trailer. Ja, keine Ahnung, was du meinst. Echo? Echo irgendwas? Also mit wem kämpft er sich? Echo und Felix, warte mal. Echo? Oder wie heißt so? Ich würde mal gern die. Achso, Left. Egal. Immer noch kein ATV draußen? Nein, noch nicht. Boah. Immer dann viel zu spät, um dass ich streamen kann. Also ich werde noch wach bleiben, wenn es rausgeht. Ja, ich muss leider morgen arbeiten.